Der brandneue Katalog, der Weihnachtskatalog, denn Weihnachten rückt ja mit sehr, sehr großen Schritten immer näher. Und wir sind jetzt ganz stolz darauf, Ihnen ein brandneues Produkt vorstellen zu dürfen. Ich sage nur so viel, es wird musikalisch. Und es handelt sich um alte Schätze, nämlich um Schallplatten. Schallplatten erleben ja derzeit eine Renaissance. Ja, ganz, ganz viele Schallplattengeschäfte bzw. Schallplatten, die man wieder kaufen kann. Und wie Sie Ihre Schallplatten am besten anhören können, das verrät uns heute Ralf. Ja, und wir haben zwei Musikanlagen hier der Extraklasse. Die eine hier nagelneu, zu der kommen wir gleich. Aber ich bin der Meinung, Musik ist so der Anker noch, den wir jetzt in dieser Zeit haben. Zwei Sachen sollten wir uns nicht wegnehmen. Einmal unseren Humor. Und zum Zweiten natürlich unsere Musik, die uns in vielen Lebenslagen Halt gibt, uns beruhigt, uns mal wieder ein bisschen runterbringt und viel Spaß macht. Und hier haben wir eine der modernsten Musikanlagen, die ich jemals gesehen habe. Du hast von Plattenspielern gesprochen und da können wir auch gleich anfangen. Das ist natürlich ein Stück Nostalgie, welches wir hier in der Anlage haben. Aber ja, es ist ein Teil von meiner und vielleicht auch Ihrer Jugend. Aber dieses Gerät ist gepaart mit neuester Technik. Und das schauen wir uns einfach mal an im Display. Und wir sehen hier als erstes mal eine Uhr, wo ich mir auch auf der LCD-Anzeige jederzeit Schick. Auch die, wow. das Datum und natürlich den Wochentag und sogar, wenn ich es einstelle, das Wetter anzeigen lasse. Auch mal was anderes, eine analoge Anzeige. Ne? Normalerweise hast du immer digital. So, und jetzt schalte ich es mal ein und wir sehen hier eine Option. Und ich gehe jetzt einfach mal ins Menü. Alles, was ich jetzt mache, könnte ich am Gerät machen, mache ich aber über die Fernbedienung. Ja? Und jetzt gehen wir mal ins Menü und dann sehen wir, was alles da ist. Internetradio. Zu dem kehren wir nachher zurück. Aber wir switchen mal durch. Media Center, das Ganze ist WLAN-fähig. Also du bist ja im Internet durchs Internetradio und kannst jetzt auch andere im WLAN befindliche Geräte verbinden und dann über diese Komplettmusikanlage abspielen. 60 Watt Musik, Spitzenleistung. Wenn ich eine Weile nichts mache, geht es wieder zurück. Deshalb gehe ich wieder zurück ins Menü und bemühe mich, ein bisschen schneller zu sein. UKW-Radio, DAB+, also Digitalradio. Dann haben wir CD. Dann haben wir die Schallplatte, auch was ich schön finde, alles in Deutsch beschriftet. Informationscenter, hier können wir noch einen externen Anschluss, Bluetooth-Fähigkeit und hier haben wir die einzelnen Einstellungen, unter anderem auch vielleicht die Wetterprognosen. Aber hier ist wirklich für jeden, vor allem von der Nostalgie bis zur modernsten Zeit dabei. Jetzt gehen wir hier mal aufs Internetradio und das suchen wir uns mal aus. Und jetzt hast du wirklich hier schon allein die Möglichkeit. Und das ist jetzt eine Schätzzahl zwischen 15.000 und 30.000 Radiosender weltweit zu empfangen. Das ist eine Menge. Und ich habe jetzt mal auf den Top 20, habe ich mal Hitradio Österreich 3 verbunden. Und dann sehen wir, ich kann das aber jederzeit, ich gehe nochmal zurück ins Menü, damit wir sehen, wie die Auswahlmöglichkeiten hier sind. Da sind wir. Und jetzt sehen wir Radiosender, Musik. Und da gehe ich jetzt mal drauf. Und dann kann ich Genre, Land, Region oder auch Empfehlungen entgegennehmen oder weltweite Top 20. Und da können wir mal gucken, was da alles drin ist. Ö3 ist an zweiter Stelle, Antenne Bayern ist dabei, Radio Paloma, ein Schlagersender, ja, und den will ich jetzt vielleicht mal wählen, dann verbindet er sich, puffert kurz, bis er diese Zwischenpufferung hat und jetzt kann ich hier auch die Lautstärke regulieren und kann jetzt mal Schlagermusik hören. Aber für mich das Wichtigste ist auch der Schallplattenspieler und deshalb gehen wir jetzt, bevor wir Schlagermusik hören, gehen wir einfach wieder im Menü auf die Schallplatte. Und Sie sehen, das ist so einfach hier. Und jetzt habe ich den Schallplattenspieler scharf gemacht im Prinzip und kann jetzt meine Platten wieder anhören wie früher. Und allein ein Plattenspieler heutzutage, wenn du einen gleichwertigen möchtest, der kostet nur der Plattenspieler ohne irgendwas dazu schon über 200 Euro. Und deshalb ist unser TV-Sonderpreis natürlich wieder hervorragend. Du darfst ja auch mal, ich habe hier mal so meine halbe Schallplattensammlung mitgebracht aus allen möglichen Menge. Generationen. Ja. Du darfst dir für nachher mal was aussuchen. Oh, ich habe mir hier toll. Schon wieder was ausgesucht, was jeder gleich erkennen wird, schon bei den ersten Sexy. Takten. Und ich lege es mal auf und dann wirst du mir gleich sagen, wer das ist. Du hast dir Bee Gees ausgesucht. Die hören wir uns nachher an. So, und jetzt Achtung. Ich finde die echt heiß. Erkennst du ihn? Hör mal, erkennst du ihn? Elvis. Jede Sekunde. Ich mache
jetzt wieder ein bisschen leiser, aber wir sehen, wir haben ja ganz schön Wumms dahinter mit 60 Watt Musikspitzenleistung. Und jetzt haben wir noch eine Zusatzoption. Ich habe vorhin die modernen Dinger angesprochen, das ist Bluetooth, das ist Internetradio, DAB+, aber wir haben hier vorne auch einen USB-Steckplatz. Einmal, um von USB-Sticks Musik abzuspielen, aber, und das ist noch eine Besonderheit bei unseren Anlagen, auch zum Digitalisieren. Ich muss hier jetzt also nur einen USB-Stick einlegen, guck mal, so, der wird kurz eingelesen und jetzt kann ich meine Schallplatten einfach umwandeln auf eine MP3 und dann habe ich es hier drauf und kann dann auch meine Schallplatte mit ins Auto nehmen oder das eben wirklich mir sichern für die Ewigkeit. Was mit dabei ist im Lieferumfang, ist hier dieser Audio-Restaurator Pro 10. Das heißt, wenn Sie mal irgendwas digitalisieren, was doch ein bisschen zu arg knistert, dann können Sie hiermit dieses nochmal rausfiltern und die Musikbrillanz ein bisschen höher machen. Jetzt zeige ich Ihnen noch, aber das ist kein Hexenwert, wie ich digitalisiere, indem ich einfach vor dem Lied im Normalfall auf Record drücke, nachdem ich das mit den USB-Stick eingelegt habe und jetzt digitalisiert es. Ja, und so einfach ist das. Man braucht da also auch gerade zum Digitalisieren keinerlei Vorkenntnisse. Was mir vor allen Dingen auch besonders gut gefällt, ist die Optik. Es sieht unfassbar schön aus, wertet jedes Wohnzimmer auf. Es ist auch so ein Möbelstück. Also ich weiß nicht, mit was Sie Schallplatten verbinden. Ich verbinde das mit meiner glücklichen Kindheit. Das war immer so ein Highlight. Meine Oma, die hatte einen Schallplattenspieler, aber wir Kinder durften die Schallplatten nicht anfassen. Das ist so ein Stückchen heile Welt. Das ist ein wahrer Musikgenuss. Heutzutage drückst du auf den Knopf, zack, egal was du willst, du spielst die Musik ab. Aber früher hat man das zelebriert, ja. Jetzt kann man da mal sich innehalten, Zeit nehmen. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes, gerade jetzt in einer sehr, sehr hektischen Zeit, wie ich finde. Ja, und die Klangqualität ist natürlich herausragend. Also ich nehme mir gerne jetzt mal Zeit, gerade am Sonntag zum Beispiel, und krame mal in meinen alten Schallplatten und höre mal wieder Schätzchen an, die ich schon jahrelang nicht mehr gehört habe. Und das ist einfach zum Runterkommen. Ich habe es eingangs gesagt, wir dürfen uns alles leben lassen, aber nicht unseren Humor und nicht unsere Musik, weil Musik, egal welchen Musikgeschmack man hat, ist einfach ein Lebensinhalt von uns. Ich glaube, das fängt bei den kleinsten Babys an und geht bis ins höchste Alter. Ja? Und Schallplatten ist eben sowas, was meine Jugend hier kennzeichnet. Aber es ist egal, wie alt man ist. Musik erleichtert unseren Alltag. Da gibt es auch viele Fachartikel. Ja, drüber. Musik macht glücklich. Das ist mal ein Fachartikel. Schauen Sie mal. Die Wirkung von Musik auf unser Gehirn. Das liegt daran, dass einige Areale deines Gehirns beim Hören von Musik stärker durchblutet werden und Dopamin ausschütten. Schüttet das Gehirn den Bodenstoff Dopamin aus, fühlen wir uns glücklich und bei Messungen, da war die Menge des ausgeschütteten Dopamins beim Hören von Musik wesentlich höher als normal. Also das ist dieser Glücksstoff, den man auch bekommt, wenn man Schokolade isst und nur, dass Musik eben keine Kalorien hat. Stimmt, Musik hat keine Kalorien, aber hier haben wir wirklich alle Generationen, von der Schallplatte bis zum modernsten Internetradio und Bluetooth-Fähigkeit und USB, also MP3-Player, also wirklich alle Generationen hier vereint und da hast du absolut recht, die Optik ist wirklich atemberaubend hier mit diesem dunklen Edelstahl-Optik, die wir vorne haben und mit diesen weißen Bezügen auf den Lautsprechern. Ich finde es richtig faszinierend schön. Vor allem ist es auch bei uns hier im Katalog als Geschenktipp gekennzeichnet. Ich finde, das ist eine wunderbare Idee. Verschenken Sie Glücksmomente, verschenken Sie wertvolle Zeit, verschenken Sie auch ein Stück weit Nostalgie und Erinnerungen an früher. Ich glaube, das kommt sehr, sehr gut an und das können wir jetzt alle sehr gut gebrauchen. Das ist unser erster Geschenktipp. Wir haben aber neben einem brandneuen Produkt auch ein allzeit bewährter Bestseller, wenn es um das Thema Plattenspieler und vor allen Dingen Digitalisierer geht. Stimmt's? Ja, und den habe ich gesehen und habe ihn sofort gekauft. Ich habe noch von meinen früheren Zeiten, also aus meiner Jugend, noch jede Menge Schallplatten, aber lange keinen Schallplattenspieler mehr gehabt und war eigentlich auf der Suche nur nach einem Schallplattenspieler. Und da habe ich eben die Preise gesehen. 250 Euro aufwärts, je nach Hersteller. Nur für einen Plattenspieler kann man auch mal 400 Euro hinlegen. Und diese Anlage, die habe ich dann zum allerersten Mal vorgestellt und
sie hat mich sofort überzeugt. Wow. Nicht nur durch die Optik, sondern auch durch die Vielseitigkeit und durch die Klangstärke. Wir haben hier, also die Lautsprecher sind natürlich mit dabei, das komplette Gerät ist ein Verstärker integriert mit 80 Watt Musikspitzenleistung. Und wenn du einmal auf den Knopf drückst, hier auf den großen, dann schalten wir ihn auch ein und sehen jetzt auch gleich erstens mal die Uhrzeit, Datum ist eingestellt und unten drunter, welcher Status gerade eingestellt ist. Hier haben wir Phono-Mode. Das werden wir auch gleich machen. Wir werden die Schallplatte, die du dir ausgesucht hast, du kannst sie schon mal auflegen, wenn du möchtest, holen. Hast du schon mal eine Platte aufgelegt? Das Nein, ist durfte jetzt so eine ich Frage. Ja früher nicht. Also dann bitte nicht so zugreifen, sondern ganz an der Kante holen, ja, weil die Fingerabdrücke können dafür sorgen, also deine Fettfinger, das ist nicht böse gemeint, aber jeder hat Fett an den Händen. Jeder hat Fett an den Händen, das kann dafür sorgen, dass es dann eben hopst. So, da fassen wir mal die Schallplatte ganz vorsichtig mit den Fettfingern an. Sie liegt auf. Das erste Mal. So, jetzt hast du drüben, du siehst einen Geschwindigkeitsregler, so einen kleinen Schieberegler. Der muss jetzt auf 33 stehen. Nee, den Schieberegler vorne dran. Ja, der steht auf 33. Der steht auf 33. So, jetzt machst du den Tonarm hoch. Das ist an dem, an dem Hebel hinten. So. Genau. Und jetzt schiebst du ihn in die Mitte und dann siehst du, er geht an. Jetzt musst du zielen. Über irgendein Lied. Warte, ob das das erste, hin, zweite, das dritte ist. Du musst versuchen, das war die Herausforderung. Verdecke ich gerade was? Ja, ganz minimal. Wenn es nicht passiert. So, und jetzt? Okay, jetzt bist du irgendwo in der Mitte, macht aber nichts, jetzt den runter machen. So. Und jetzt haben wir Bee Gees mit 80 Watt Musikspitzenleistung. Und jetzt haben wir hier, das ist aber nur eins, weil das mein Haupteck war, der Plattenspieler. Wir haben aber auch noch Platz für andere analoge Medien. Was gab es noch analog? Musikkassette. Und genau da auf der Seite, wo du bist, ist das Fach. Da kann ich jetzt auch alte Musikkassetten, Mixtapes oder auch Hörspiele wieder anhören. Und auch an dieser Anlage kann ich alle analogen Medien digitalisieren, einfach eine SD-Karte oder ein Micro-SD oder ein USB-Stick einschieben und dann auf Record drücken, per Fernbedienung oder direkt am Gerät und schon wird es digitalisiert. Aber wenn wir mal weitersprechen, weil diese Anlage, bis jetzt wäre es das Geld schon wert. Und dir gefallen die Bee Gees, das finde ich schön. Klar. Das ist übrigens von knapp 1969. Lassen wir uns das mal, ja, genießen wir es mal. Machen Sie das auch immer so mit dem Fuß mit? Aber das zeigt uns doch wieder, dass der Artikel das genau bestätigt, ja? Dass Musik glücklich macht. Richtig, und merken Sie, wie glücklich wir plötzlich sind. Genau, und jetzt haben wir aber nur wirklich das, was man auf den ersten Blick sieht, haben wir Ihnen beschrieben, was hier noch drin ist. Und das möchte ich jetzt einfach mal alles erwähnen, damit Sie es mal wissen. Wir bleiben in der Zwischentechnologie. Das waren CDs, also analog hatten wir Schallplatte und Musikkassette. Dann kam das Zwischending, was man eigentlich gedacht hat, das ist das Nonplusultra, CD. Dann haben wir den MP3-Player drin, der über SD oder USB gefüttert werden kann. Wir haben einen externen Anschluss nebendran und einen Kopfhöreranschluss. Jetzt haben wir hier auch Radio drin, und zwar die Zukunft des Radios. DAB+, Digitalradio, als auch FM-Radio, UKW. Und die ganze Anlage ist selbstverständlich auch Bluetooth-fähig. Das heißt also, jetzt deine Mobilgeräte damit verbinden und dann eben nicht auf dem Handy jetzt mit einem Watt-Lautsprecher die Musik hören, sondern hier übertragen und dann richtig leistungsstark die Lieblingsplaylist hören. Für mich nochmal, das muss ich nochmal betonen, der Hauptgrund war dieser hochwertigste Plattenspieler. Schauen Sie sich das Thema an. Der Tonarm hinten, das ist auch wirklich so ein Qualitätsmerkmal, mit einem Gewicht, Gegengewicht ausgestattet. Das heißt, ich kann die Empfindlichkeit einstellen. Wir haben sogar einen manuellen Drehzahlregler. Und jetzt bitte ich dich, guck mal, den vorderen großen Hebel, schieb den einmal langsam nach oben. Und jetzt einmal langsam ganz nach unten. Ganz nach unten. Ach so.
So, und jetzt können wir hier die drei Drehzahl, jetzt darfst du wieder in die Mitte schenken, weil da sonst schlafen die Bee Gees ein. Hier kannst du manuell plus 10% Geschwindigkeit und minus 10% cool. geben. Das war ganz wichtig früher, wenn man zwei Lieder, die verschiedenen Beat hatten, ineinander mixen wollten. Dann diese optische Führung auf der linken Seite. Es sind alles Ausrufezeichen hier technisch. Der Klang ist atemberaubend und ich liebe sie einfach, diese Anlage. Und Sie werden sie genauso lieben. Oder Sie bestellen sie jetzt und sagen, das ist für einen ganz lieben Menschen, der musikbegeistert ist, der auch noch Schallplatten zu Hause hat, das perfekte Geschenk. Und das glaube ich dann schon. Also da wird man dann sprachlos und man kann dann wirklich viele Stunden hier allein mit dem Schallplattenhören verbringen. Ja, und nicht nur wir sind begeistert, sondern ganz, ganz viele Kunden. Sie sehen es ja gerade eingeblendet, es ist Ihr Favorit. Unter anderem auch der Favorit von Ralf aus Chemnitz. Ah, noch ein Ralf. Alles gut gemacht. Anscheinend sind alle, die Ralf heißen, Musikliebhaber. Ich habe kein vergleichbares Produkt zu diesem Preis im Handel gefunden. Es ermöglicht die Digitalisierung meines Phonoarchivs, ohne den Computer zu benutzen. Ich bin voll zufrieden und das macht uns glücklich. Nicht nur Musik, sondern unsere zufriedenen Kunden. Und da möchten wir natürlich auch noch mal ganz an dieser Stelle noch mal einen ganz herzlichen Dank aussprechen an unsere Kunden, die uns natürlich auch immer Feedback geben. Das ist uns immer persönlich sehr, sehr wichtig. Schreiben uns Sie auch gerne an redaktion@pearl.tv. Ja, ich finde das auch immer mal ganz interessant, zum Beispiel, was Sie denn noch für Schallplatten zu Hause haben, Ihre Lieblingshits oder eben aber auch die CD. Ja, und ich glaube, jeder hat noch einige dieser Schallplatten zu Hause. Übrigens, man kann auch heutzutage diese Schallplattensammlungen ganz günstig erweitern. Es gibt in vielen Flohmärkten, auch Online-Flohmärkten, gibt es Schallplatten, die kriegst du für 1 Euro. Und da sind teilweise wirklich Geschichtsdokumente meiner Jugend dabei. Übrigens, Geschichte, Bee Gees, die kennt ja jeder, auch heute noch. Ne? Ja. Die wurden aber mal über Jahrzehnte oder fast ein Jahrzehnt komplett boykottiert und nicht mehr gespielt in amerikanischen Radiosendern. Dann mussten sie ganz einfach, weil, oh, das muss ich kurz erklären, die hatten natürlich hier schon, das war bis 1970, diese Schallplatte, hatten sie schon ihre ersten Erfolge. Und dann kam Saturday Night Fever und Grease. Ja, und die haben praktisch Bee Gees mit das Disco-Fieber emporgehoben. Und irgendwann wurden fast nur noch Bee Gees in den Radiosendern gespielt. Und dann hat irgendein Radiosender, ich weiß den Namen nicht mehr, hat Mitte der 70er angefangen und hat gesagt, wir machen jetzt Bee Gees-freies Radio. Wer bei uns zuhört, kann sicher sein, keine Bee Gees zu hören. Und diese Welle ist über ganz Amerika geschwappt. Ja? Und sie haben dann über Jahrzehnte keinen Nummer-1-Hits mehr gehabt. Die sind fast verzweifelt, haben dann viele, viele Hits geschrieben für andere. Liefen, also ihre Hits liefen weiterhin im Radio. Und es gab dann zwei, nach dieser Zeit, lang gab es zwei Hits, die sie hatten, die trotzdem noch mal durchgekommen sind. Aber es ging wirklich ein Jahrzehnt. It's Rain Again war, glaube ich, eins davon. Und das andere war dann im Duett mit Celine Dion. Also nur kurz zur Musikgeschichte. Aber so erzählt Ihnen vielleicht Ihre Plattensammlung auch kleine Geschichten, was man weiß, was man verbindet mit Menschen, was man verbindet mit irgendwelchen Sachen, die passiert sind. Viele Paare haben ja auch ihr Lied. Und wenn sie in meinem Alter sind, dann ist ihr Lied damals noch auf Schallplatte abgespielt worden. Was war dein Lied? Will ich jetzt nicht sagen. Also es gibt ja immer Lieder, die du mit gewissen Personen verbindest. Und es gibt ein Lied, das sage ich, welches sich immer mit einer einzigen Person verbindet. Aber ich werde nicht sagen, wer es ist. Es ist nämlich der Titel heißt Hello. Den kennt jeder. 1981, glaube ich, fast ein Jahr lang auf Nummer 1 von Lionel Richie. Da gab es mich noch nicht, da war ich noch Quark im Schaufenster. Aber dieses Lied kennt man trotzdem, weil es gibt so Lieder, da musste man einfach noch nicht auf der Welt sein. Gerade die Bee Gees, das sind Legenden, die kennt jeder. Ja, die Jugend heutzutage, ich nenne jetzt natürlich keine Namen von Künstlern, aber die wirst du in 20, 30 Jahren nicht mehr kennen. Aber die Bee Gees, Elvis, Michael Jackson, das sind Legenden, die sterben niemals aus. Und solche Legenden, die schlummern zu tausendfach noch in deutschen Haushalten. Und es ist genau der richtige Zeitpunkt gekommen, diese Schätze jetzt zu digitalisieren. Weil jetzt hat man ja auch die Zeit dafür, um sowas zu digitalisieren. Man muss sich auch die Zeit nehmen, die alten Schätze mal wieder anhören. Man schwelgt in Erinnerungen. Es ist einfach wunderschön. Und meine Empfehlung absolut, diese Anlage. Unglaublich leistungsstark, klangstark und mit den modernsten Optionen. Neben der Nostalgie, Schallplatte und Musikkassette mit den modernsten Optionen, also DAB Plus Radio, dann die MP3
MP3-Player-Bluetooth-Fähigkeit ausgestattet und, das hat Ralf aus Chemnitz geschrieben, auch die Möglichkeit, die analogen Medien zu digitalisieren und das alles in diesem einen Gerät. Mein Favorit. Sie können jetzt zum Telefonhörer greifen und bestellen und anrufen. Und währenddessen Sie schon mal anrufen, genießen Ralf und ich noch ein bisschen die Beach Seas. Und wir wünschen Ihnen dann natürlich ganz viel Spaß beim Musik lauschen oder sogar beim Verschenken Ihrer Lieblingshits, weil das ist ein absolutes Highlight. Viel Spaß!